Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Palästina, Möglichkeiten und Grenzen des Diskurses. Die heutige Veranstaltung ist eine Veranstaltung, die wir schon eine Weile her zusammen mit Palästina spricht und der jüdischen Stimme geplant haben. Und wir sind sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben, trotz einiger Schwierigkeiten auf dem Weg. Mein Name ist Hannah und ich bin eine der Sprecherinnen der Linken Berlin International zusammen mit Phil. Ja. Und die Referenten heute sind Majid Abu Salama von Palästina spricht und Wilen Heuben von der jüdischen Stimme. Und er ist leider nicht vor Ort, aber zum Glück online mit uns. Dass es schwierig in Deutschland mit Palästina zu sprechen ist, muss ich wahrscheinlich nicht sagen. Das wissen wir alle. Wie ihr wahrscheinlich auch schon wisst, ist, dass diese Veranstaltung zunächst mit dem Titel "Kannst du Palästina?" beworben wurde. Und wie sich herausstellte, wurde diese Veranstaltung dann zweimal abgesagt. Erstens wurde sie von Veranstaltungsort abgesagt, dessen Finanzierung und Vertragsverlängerung von der Geldgeber bedroht war, weshalb wir jetzt aus dem Büro von den Linken Neukölln livestreamen und nicht aus dem ursprünglichen Veranstaltungsort. Zweitens wurde es vom Festival Offenes Neukölln abgesagt. Dazu möchte ich erstmal ein paar Sätze aus deren veröffentlichtem Statement vorlesen. Die haben gesagt, das ist jetzt Zitat: "Innerhalb unserer Gruppe gibt es Personen, die die Veranstaltung gerne in das Festivalprogramm aufgenommen hätten. Genauso gibt es Personen, die starke Bedenken geäußert haben, dass sie befürchten, dass es bei der Veranstaltung zu antisemitischen Äußerungen kommen könnte. Wir merken, dass wir nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um die Veranstaltung als Teil des Festivals angemessen zu begleiten. Wir möchten als Orga-Team, das weder palästinensische noch jüdische Positionen hat, weder Betroffenen von Antisemitismus noch Betroffenen von antipalästinensischem Rassismus, ihre Erfahrungen und Einschätzungen absprechen." Bevor ich die erste Frage stelle unserer Referenten, möchte ich alle die Zuschauer hinweisen, dass ihr auch gerne Fragen an die Referenten selber stellen könnt, entweder direkt auf dem YouTube in dem Chat oder auf unserer Webseite gibt es auch einen Box und diese Fragen werden direkt an mich und Phil geschickt. Also meine erste Frage, und ich frage erstmal Wieland, was meinst du von dieser Erklärung und zu der doppelten Absage? Also erstmal ist es ja interessant, dass sie denken, indem sie sich gegen unsere Veranstaltung und gegen das Sprechen über Palästina positionieren, dass dies eine neutrale Position sei. Nicht wahr? Sie sagen ja, wir wollen weder für die eine Seite noch für die andere sein, also stellen wir uns in die Mitte. Aber für sie bedeutet das nicht, einfach neutral zu sein und zuzuhören, da wir ja von der jüdischen Seite und der palästinensischen Seite hören können, sondern diese angeblich neutrale Position bedeutet, das wollen wir hier nicht hören. Und dass es zu antisemitischen Äußerungen kommen könnte, das ist auch so eine, also eigentlich seltsam, über zu spekulieren darüber, was vielleicht gesagt wird. Und dann ist natürlich auch die Frage, was ist eine antisemitische Äußerung? Oder vielmehr, was verstehen die Personen dahinter als antisemitische Äußerung? Für mich und für viele Juden ist eine antisemitische Äußerung eine, die sich gegen Juden richtet, als Juden. Vielleicht in einer weniger direkten Form, vielleicht in einer offeneren Form. Aber nicht eine, die über die Verhältnisse in Israel und Palästina spricht. Und ich weiß aber, dass gerade in solchen Zusammenhängen so etwas wie Unterstützung für BDS oder grundsätzliche Kritik am Zionismus, dass diese Positionen oft als antisemitisch hingestellt werden. Und insofern ja, aus Sicht mancher Personen, die da in diesem Komitee sind, kommt es wahrscheinlich zu antisemitischen Äußerungen. Aber indem das verhindert wird, darf dann überhaupt nicht darüber nachgedacht werden, was eine antisemitische Äußerung ist. Und dass dann eben Cancel Palestine gecancelt wurde, spricht eigentlich für sich, dass eben nicht frei gesprochen werden kann.
So, vielen Dank, Wieland. Und ich stelle dann die gleiche Frage an Marget. Ich stelle die dann auch auf Englisch und Marget antwortet auch auf Englisch und Phil wird das dann ins Deutsche übersetzen. So, Marget, the question is for you, the same question as to Wieland. What do you think about the statement that Offnesneukölln published, and also what do you think about the double cancellation that we've had? I think this is what actually clarify the fact that we have a continuous cancellation of Palestine, and that is what is the name of our first seminars is was about. It's cancel Palestine, in quote, because this is what they're trying to do, is to cancel Palestinian, to cancel Palestinian narrative, to cancel Palestinian discourse by having their own dominance or even neutral position about what is happening. I imagine Palestine, like Palestine Speaks First, is clear about and loud about their positions, which is against all form of racism, including anti-Semitism and including a form of racism and discrimination, including anti-Semitism and Islamophobia. But to use in our neighborhood, which is Neukölln, where Palestinian is living, such approach where they are actually against the biggest minority of community, which is the Palestinian in Neukölln, such an approach where they show that they are not understanding the huge pressures and the ongoing suffering and colonialism and apartheid that is Palestine, that those people, families or relatives are living under, so with under this Israeli control and colonial structural practices, that is very violent. That, yeah. Okay, so ich versuche das in Deutsch zusammenzufassen. So Maja hat zuerst gesagt, ja, wir haben bewusst den Titel Cancel Palestine erwähnt und das ist genau, was geschehen ist, dass Palästina und Diskussionen über Palästina tatsächlich gecancelt wurde, dass der versucht, so eine angebliche Neutralposition oder sowas bedeutet, dass Palästinenser selber nicht zum Worte kommen. Das ist besonders problematisch in einem Bezirk wie Neukölln, wo die größte Minderheitsgruppe in Neukölln Taub Palästinenser ist, aber das oft das Neukölln angeblich die Stimmen von Palästinenser von dieser großen Minderheitsgruppe und ihren Familien nicht hören will. And it tells a lot that the festival have not actually understood the diversity of Neukölln, and they deny the rights to speak for the biggest for the Palestinian community, which is the biggest in that neighborhood. And that tells a lot that they are actually contributing to expanding Israeli apartheid to Berlin and allowing the German institutions to continue censoring and silencing and discriminating against Palestinians, even though they are not under Israeli colonial proper, but they are under the extended family of Israeli colonial proper, which is the German institution. Und was das bedeutet, ist, dass Offnesneukölln die Zensur erweitert hat, dass so in die Palästinenser in Israel-Palästina schon erfahren, dass diese Zensur auch in Deutschland stattfindet. Dass wir erfahren das von deutschen Institutionen, aber auch so jetzt, wir haben ein Kulturfest, das bedeutet, dass Palästinenser, egal wo die wohnen, in Israel, Palästina oder in Neukölln, zensiert werden. Therefore, I would say they are part of the structure. And if they want to make a revolution to change our neighborhood and our city, actually they should side with the oppressed. They should side with their community, which is the POC and the black and the immigrants community that is living in the Neukölln, which constitutes of more than maybe half of the neighborhood. And if they're not able to do that, then they failed humanity first. They failed the Palestinians. They failed their role, their moral role. They actually dehumanize Palestinian, dehumanize everybody in our neighborhood that stands with Palestine. And now with their positions being kind of neutral on that, they contribute again to the violence and the silencing that Palestinians are facing in our city, in Berlin. Ja, so wer ein Teil
der Lösung sein. Wer für die Gesellschaft, für das Community in Neukölln stehen will, soll nicht ignorieren, dass über die Hälfte Neuköllner sind People of Color, so Leute migrantischer Herkunft, ein großer Anteil davon, davon Palästinenser. Und diese Zensur ist ein Beitrag zu der erweiterten Gewalt, das Palästinenser erfahren. So, wir rufen Leute an und rufen offenes Neukölln auf. Wenn du Teil der Lösung sein sollst, sollst du dagegen aufstehen. And I would say what a friend of mine have said, the revolution is not funded. They're scared of that the money will... they withdraw the money from their salaries. This is actually, they failed themselves, you know. So they want to make a revolution, change our Berlin neighborhood. Actually, they shouldn't think about if the Senate will give them money or not. This is the time where they show their courage and how they challenge this institutional ideology. Yeah. So the revolution wird nicht finanziert, keine Fundierung. Dass wenn du Angst hast, dass du vielleicht ein bisschen Geld davon verlierst, dann bist du rübergegangen auf der Seite der Unterdrücker, dass unsere Revolution wird von der Community finanziert, kommt von uns selber. Super, vielen Dank an euch beiden. Und ja, also dass eine Veranstaltung mit dem Namen oder mit dem Titel Cancel Palestine dann zweimal gecancelt wurde, ist schon etwas. Und der Grund für die erste Absage, also die Absage des Veranstaltungsorts, war das, weil das eine von den Organisationen hier, die mit uns ist, die jüdische Stimme tatsächlich, BDS nah ist. Und ich wollte dann Wilhelm fragen, was du dann denkst darüber und warum die jüdische Stimme dann BDS unterstützt. Wieland, wir können dich gerade nicht hören. Wir müssen eine kurze Pause machen. Es tut mir richtig leid. Dann sollen wir die nächste Frage an Majid stellen. So dann... Nein, das war meine Schuld. Okay. Gut. Yes, okay, du bist wieder da. Gut. Meine Schuld. Okay, ich fange nochmal an. Es gibt ja verschiedene Formen des Widerstands und auch verschiedene Formen der Solidarität mit den Widerständigen. Und im Laufe der Jahrzehnte haben wir da verschiedene Varianten gesehen in Palästina und Israel. Es gab den bewaffneten Widerstand. Es gab auch unbewaffneten Widerstand in Form von Protesten und Streiks. Und es gab auch international eigentlich jahrzehntelang Solidarität mit Palästina durch verschiedene Aktionen. Und eben seit BDS offiziell 2005 initiiert wurde, gibt es auch auf breiterer Basis die Möglichkeit, sich dieser Bewegung anzuschließen, eben Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Und eigentlich wird in den meisten Ländern anerkannt, dass dies ein friedliches Mittel ist gegen Unterdrückung, ein friedliches Widerstands- und Protestmittel. Ja, es wird keiner angegriffen. Es ist nur eine Druckform, die es schon immer gegeben hat. Also angefangen mit Mr. Boycott vor, ich glaube, in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und natürlich war die Boykott-Kampagne gegen Apartheid Südafrika sehr bekannt und hat dann auch sehr viel Unterstützung bekommen. Das heißt, eigentlich sollte dies nicht kontrovers sein. Es sollte eine politische Frage sein, ist man dafür oder dagegen? Ja, zum Beispiel bei jedem anderen Land, bin ich dafür oder dagegen, zum Beispiel Russland oder die Türkei oder China
mit Sanktionen zu bewegen. Also das sollte einfach eine politische Frage sein. Man kann dafür oder dagegen sein oder auch unentschieden, aber es gibt nicht diesen Mechanismus, dass da jemand sagt, Sanktionen auf China, das wäre Rassismus, das wäre anti-chinesisch, das ist inakzeptabel. Es käme eigentlich wirklich kaum einer darauf. Und ja, es gäbe die theoretische Möglichkeit, dass ein anti-chinesischer Rassist deswegen für Sanktionen sein könnte. Das wäre aber nicht der Grund, um Sanktionen zu unterstützen im Allgemeinen. Aber im Fall Israels gibt es da bestimmte Assoziationen, natürlich besonders in Deutschland. Und es kommt dann immer wieder der Vergleich, ja, im Dritten Reich kauft nicht bei Juden und so weiter. Und es gibt leider diese Unfähigkeit der deutschen Mehrheitsgesellschaft, über diese Geschichte hinauszuschauen. Weil was in Israel und Palästina passiert, das ist nicht deutsche Geschichte, das ist etwas anderes. Und wenn jemand, dessen Haus zerbombt wurde oder dem der Zugang zu Trinkwasser verwehrt wird, dann sagt, hört mal, ihr könnt jetzt nicht vor Ort sein, aber wenigstens eins könnt ihr tun. Ihr könnt zum Boykott aufrufen, zu Sanktionen. Das ist so das eine, was ihr vielleicht für uns machen könnt. So, und dann, wenn Deutsche kommen und sagen, nein, das ist jetzt antisemitisch, weil Israel der jüdische Staat ist und somit repräsentiert er jüdische Menschen insgesamt, egal ob sie das wollen oder nicht, dann ist das per se antisemitisch. Und diese Gleichsetzung von jüdischer Identität und israelischer Staatsidentität ist etwas, das sehr vielen jüdischen Menschen auf der Welt nicht passt. Es gibt viele jüdische Menschen, die überhaupt nicht die Politik Israels unterstützen, und also es gibt ein ganzes Spektrum an Meinungen, wie bei jeder, ich sag mal, ethnisch-kulturellen Gruppe. Das heißt, es gibt glühende Vertreter Israels und es gibt die Personen eben dann, wie auch in der jüdischen Stimme, die sagen, wir stehen kein bisschen hinter israelischer Politik, unsere jüdische Identität beruht nicht auf der Unterstützung Israels und wir sprechen gegen das Unrecht, das die palästinensischen Menschen erleben. Und das ist für uns eine selbstverständliche humanistisch und auch linke Perspektive. Und die Vorstellung, dass man so etwas nur denken kann, wenn man antisemitisch motiviert ist. Und auch, dass darüber zu sprechen, auch ein Land zu sanktionieren, was wesentlich deutlicher auch gegen internationales Recht verstößt als zum Beispiel die Annexion der Krim von Russland. Ja, da gab es dann Sanktionen, aber die schleichende Annexion über Jahrzehnte durch Israel im Westjordanland und die Blockade in Gaza und so weiter, das sind alles Sachen, die überhaupt keine Konsequenzen nach sich ziehen auf internationaler Ebene. Und deswegen geht es bei BDS nicht nur um den Boykott selbst, um die Praxis des Boykottierens, sondern es geht auch um diese Diskussion und dass diese Diskussion im Fokus bleibt, weil eben es diese drei Grundpfeiler von BDS gibt. Gleichheit im Staat Israel selbst, das Ende der Besatzung im Westjordanland und Ostjerusalem und der Blockade in Gaza und eben auch das Rückkehrrecht. Und diese Forderungen, die müssen im Vordergrund stehen. Ja, und selbst wenn man irgendwie nicht für BDS ist, also ist klar, man muss nicht unbedingt dafür sein, das heißt nicht ein Verrat an der palästinensischen Sache, aber es sollte einfach klar sein, dass die Bewegung humanistisch motiviert ist und dass diese Forderungen auch absolut dem Völkerrecht und einfach dem Prinzip
menschlicher Gleichheit entsprechen. Danke, Wieland. Die nächste Frage geht an Maja. Ich werde die erst auf Deutsch und dann auf Englisch stellen und dann Antwort übersetzen. So, es geht darum, diese Veranstaltung ist kein Einzelfall. Wir haben auch diese Woche erfahren, dass Palästina spricht in Freiburg von einem Fest gecancelt worden sind. Das Fest heißt Dear White People und das wurde angeblich ein Fest gegen Rassismus. Aber Palästina spricht Freiburg durfte auch dort nicht sprechen. Seitdem hat Dear White People eine große Entschuldigung geschrieben und ich wollte Majed fragen, was ist in Freiburg geschehen und was wir davon lernen können. So again in English, this isn't the only case, this meeting in Freiburg this week, we had a similar case where a festival called Dear White People uninvited Palestina spricht Freiburg, the festival for a festival which was about fighting racism. Dear White People Festival has since written a large apology for doing this, and the question to Majed is what happened in Freiburg and what can we learn from it? I think what we can learn from it, first we welcome the Dear White People position, and it's important to say that this is a great step in Germany. Why it's a great step? It's because we have very few times that a German organization that come and say we are sorry, we have learned something new. And that is, and without a justification, as much as they were saying, yeah, we have actually reproduced racism, and they actually call themselves, they have practiced racism against Palestinians. So what I am in this position about is we have the several event that we'd asked to be done in the Dear White People Festival. And with those events, it's normally as all events, we had to struggle with every event. And that is actually became a very long, something we normalize somehow, even in our work, because it is very, we always have to just say, hey, we are here, we're present, this is our space too. We want to reclaim this space. We want to decolonize this space. And if an organization such as Dear White People are doing this, it means that they are not actually respecting the moral values that they are standing for. And now again, they are back to actually saying that this is another reproduction of racism. I do think this again goes to the festival. I wish that the festival, the Neukom Festival, come again and say, we're really sorry. We want to position ourselves in the right place. And the right place is that we don't want to censor the Yiddish Stimme and Palestinian, and actually they are trying to dehumanize us and restructure and contribute to this kind of virtual prison or invisible prison that they are putting us on. So I am prison goes. I do think it's always it's not about the fences and the border as I where my family live in Gaza. It's also this invisible fences and checkpoint and walls that we have to go through as Palestinian here. So it feels to us actually we are running in a marathon where there is a lots of checkpoints in the way, there is a lots of walls in the way. We have soldiers. Those soldiers are actually those festivals and heads of institutions that they take money from senats, from municipalities, from cultural institutions. And we have to pass them all so we can tell our story. And that is where it's a very, this is maybe something metaphoric, but it is true about how can we actually organize with our comrades in, whether the Yiddish Stimme or us or any, or the Link International, or any other institution where we know that we're gonna do this and it's gonna happen this and we have to fight again. And this process actually, it's very tiring because it's what we call for is basic. You know, we're not calling for something revolutionary. We're calling for our voice and our narrative to be heard, which is under the freedom of expression. Therefore, we as Palestinians have been repressed in this country.
have been repressed and have been like dehumanized, not from like those this time, even depoliticized because of this oppression throughout all the last generations. And 40 years ago until now, we have been a community which has been pressured to be silent and invisible. And with Palestine Speaks, actually, it came to confront this silencing clearly and loudly and tell them, no, it's not anymore. It's too much right now. And we want to break this chain and say whatever, what we feel, because what we feel is not racist, is the truth, and it's human rights. So, diesmal habe ich ein bisschen Notizen gemacht. Ich hoffe, dass ich alles wiederholen kann. So, das erste, Machet sagt, der begrüßt die Entscheidung von vom Fest, von Dear White People Fest. Das ist vielleicht einmal in Deutschland, es ist ein großer Schritt in Deutschland, vielleicht einmalig, dass eine deutsche Organisation sich entschuldigt hat, dass die haben gesagt, die haben Rassismus gegen Palästinenser anerkannt und gesehen, dass ihre Ausladung nicht korrekt war. Bei jeder Veranstaltung gibt es dieses Kampf. Nur zu sagen, dass wir als Palästinenser hier sind, dass wir wollen Plätze dekolonisieren. Das ist ein Kampf, überhaupt zu Wort zu kommen. Es wird gewünscht, dass oft das Neukölln beobachtet, was der White People gemacht hat, gesagt hat, und eine ähnliche Entschuldigung veröffentlichen. Es geht hier an ein Entmenschlichen von Palästinenser, dass die Majeds Familie in Gaza im Gefängnis sitzen oder von Grenzen durchgekesselt sind. Es gibt genauso in Deutschland Grenzen und Gefängnisse, die sind nur unsichtbar. Es gibt Checkpoints, die Leute, die bei diesem Checkpoint sitzen, sind zum Beispiel die deutsche kulturelle Institutionen, die Palästinenser nicht erlauben, zum Wort zu kommen. Und so, wer nimmt Geld vom Senat oder Konsulinstitution, macht sich ein Teil dieses Prozesses. Dass als Gegenreaktion dazu organisiert Palästinenser Spricht gemeinsam mit Verbündeten wie der jüdischen Stimme, wie die Linke Internationals. Aber der Kampf ist erschöpfend. Das ist ein Kampf, kein revolutionärer Kampf, es ist ein Kampf nur, zum Wort zu kommen. Das braucht viel Mühe, viele Arbeit. Aber es ist Zeit, dass wir nicht mehr schweigen können. Palästina Spricht sagt, basta, hör auf damit, jetzt organisieren wir und wir werden uns nicht, werden es nicht erlauben, dass wir nicht mehr zum Wort kommen dürfen. Bevor wir zur nächsten Fragenrunde gehen, ich wollte auch Wilan kurz fragen, weil ich weiß, dass die jüdische Stimme auch interveniert hat, mit Freiburg, mit der White People. Willst du noch was dazu sagen? Ja, das war nämlich auch sehr lehrreich. Es war nämlich so, nachdem erstmal der Stand war, dass Palästina Spricht Freiburg ausgeladen wurden, dann hatte das Festival die Idee, eine Gesprächsrunde darüber zu machen. Mit verschiedenen Menschen, die darüber sprechen sollten. Und die haben auch unser Vorstandsmitglied, Inna Michaeli, eingeladen, dabei zu sein. Und sie hat einen sehr eloquenten und schlagkräftigen Brief verfasst, in dem sie dies ablehnte und sehr genau erklärte, warum. Dass sie im Prinzip kein Feigenblatt sein wolle, dass jetzt erst eine Gruppe zum Schweigen gebracht wird und dann die anderen aber eingeladen werden, um darüber zu sprechen. Und natürlich, es war eigentlich reine Heuchelei,
war zu sagen, okay, wir wollen sie jetzt nicht sprechen hören, aber wir werden über sie sprechen. Und eben als, also größtenteils Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft, ich meine auch dann sie als, als jüdische Repräsentantin. Ja, und das war eigentlich, es sollte vielleicht so ein Signal der Offenheit sein, das heißt, dass sie bereit sind, darüber zu sprechen und dass sie es irgendwie wichtig finden. Aber in der Hinsicht war es einfach vollkommen, vollkommen heuchlerisch. Einfach, weil man kann nicht sagen, okay, wir wollen zeigen, dass wir dafür offen sind, aber diese Personen werden ausgeschlossen. Und insofern war es sehr schön, dass dann nach diesem ersten Versuch so eine gewisse Offenheit zu zeigen, sie dann begriffen haben, dass das jetzt doch keine Offenheit war und dass es, dass sie weitergehen müssen, um jetzt wirklich egalitär zu sein, um wirklich offen zu sein und eben Menschen zu Wort kommen zu lassen, die von, die sowieso von Rassismus betroffen sind und dann auch noch durch diese Aktion nochmal rassistisch diskriminiert wurden. Und ja, wie Majid sagte, das ist sehr ungewöhnlich in Deutschland, dass so etwas stattfindet. Und es ist gut, dass diese Reflexion stattgefunden hat. Und vor allem im Statement haben sie auch deutlich gesagt, sie wissen, dass sie sich dagegen, dass sie sich damit gegen auch manche ihrer Sponsoren stellen. Weil natürlich in Deutschland, wo eben kulturelle Aktivität sehr stark subventioniert ist, was ja eigentlich einerseits ein Segen ist für die Kultur, aber dadurch hat haben andererseits dann eben diese Geldgeber, ob das jetzt direkt staatliche Instanzen sind oder eben staatlich geförderte Institutionen, sie haben dann eben die Macht zu sagen, ja, also wir beteiligen uns nur, wenn ihr diese Gruppe jetzt ausladet. Und das war ja der Fall gewesen. Und da hat eben dieses Festival endlich mal den Mumm gehabt, zu sagen, okay, das mag sein, aber wir machen es trotzdem. Wir stellen uns dagegen und lassen uns nicht von diesen Sponsoren zu einer rassistischen Handlung nötigen. Und das, hoffe ich, wird vielleicht ein Präzedenzfall auch, dass andere sehen, okay, es ist nicht einfach, es kostet etwas, hier wirkliche Solidarität zu zeigen, aber es ist möglich, zumindest. Und mal schauen, ob es da in nächster Zeit auch ähnliche Fälle gibt. Und wir hoffen auch auf, dass das offenes Neukölln Festival auch was von dieser Geschichte lernt. Und das, wir hoffen auch auf einen weiteren Austausch mit dem Festival später. Also wir hoffen, dass die auch heute dabei sind. Oder Can I just comment on something Vilana said? I would just imagine it's always about, even with the Dear White People, let's focus there a little bit. That also with all the German, because it's a great example, like after they canceled with Palestine Speaks Freiburg, they went around to other Palestinians to actually, they positioned Palestine Speaks Freiburg and the old Palestine as the wrong Palestinian to talk to. And then they want to find the right Palestinian to come and engage in their discussion. The same with them, who's the right Jewish to speak about the representation, if Israel represent them or not, or the wrong Jewish. So it's all, then they are this reproduction of racism according to the superiority of the white man or the white German, because they want to have their morality centered, why the oppressed and those who want to speak against war crimes and crimes against humanity needs to be silenced. This is a same, it's an exact game that have been happening in many places. For sure, if Palestine, you can hear Palestine Speaks and Palestine clearly have, Palestine Speaks have clearly set positions, clear positions against discrimination and racism in the city, in the country. We have stood again with the Kurds, with the West Saharans, we involved with the Kashmiris, with the Tamilis. We are working for decades, over like
our biggest movements that we work with is the Jewish voice, critical Jewish voice of Israel, but they want to shrink our space so they could just actually feel comfortable themselves. You know, it's not about us, about my family who has under colonial practices for years, under ongoing Nakba since 73 years. It's about them feeling comfortable so they can walk around and feel like, yeah, but I don't want to take position here. I want to justify, but what about Israel? Does Israel have the right to exist? And I was like, guys, do Palestinians have ever no life? They have no life not to exist. They have no life, you know? They have no they have no right to die the way they like. They have no right to water. They have no right to food. They have, because of the, and you asking me about the right to Israel to exist, you know? There's nothing in law, international law, about a right to a country to exist. There is a right to a people to exist. There's a right to human rights to exist. But those have appropriated everything. Culture, human rights, human spaces, intimate spaces, human rights. So people are scared, but still there are people are taking moral stands, such as the Yiddish system here, and many other Armenians and others saying to them, no, we are not anymore going to surrender to this discourse. We want to center the oppressed. We want to we see it morally that those are the ones who are doing crimes against humanity, as we saw in Gaza, not only the last attacks for over 70 decades with many massive aggressions and massacres, and I have been living this myself for all my life, and also expanding it to here, to our families and communities here, where those institutions contribute to that. Sorry. No problem. Eine Ergänzung von Majed, also, das geht erst an die erste Reaktion von Dear White People, das war sich nicht zu entschuldigen, sondern andere Palästinenser zu finden, die andere Meinung sind wie Palästinensisch spricht, das Palästinensisch spricht als die böse Palästinenser darzustellen und freundliche Palästinenser, so konforme Palästinenser zu finden, mit denen die reden kann. Genauso wie die jüdische Stimme in eine Ecke gedrängt wird, dass die sind die böse Juden gegenüber die gute Juden. Letztendlich ist das nichts geführt, weil so alle Palästinenser haben gesagt, na klar, haben Palästinenser spricht, das Recht zu sprechen. Aber der Spruch ist ein weißer deutscher Spruch, der sagen will, wer sind die guten Juden, wer sind die guten Palästinenser und wen können wir ausgrenzen. Tatsache ist, Palästina spricht hat immer klare Position gehabt gegen Rassismus, gegen Unterdrückung, aber auch so in Solidarität mit Kurden, mit den Leuten in Westsahara, mit Kaschmir. Aber die weiße Deutsche wollen unseren Platz begrenzen und die wollen uns nur in einer Ecke über ein paar Themen stellen. So während in Gaza und in Palästina Kinder keinen Zugang zu Wasser haben, wird immer die Frage über Existenzrechte Israel und so weiter gestellt und nicht über die Tatsache, tagtägliches Leben für die Palästinenser. Ich lese meine Schrift nicht, das hier, ja. Das ist etwas so von dem Leitkultur her, über die Menschenrechte. Das bedeutet, dass es ist immer jemand anderes, die definiert, wer wir sind und wofür wir stehen können. Und deswegen so geht der Kampf weiter. Also bevor wir in die nächste Runde gehen, ich wollte also die Zuschauer nochmal hinweisen, dass man Fragen stellen könnte an die Referenten auch. Beides auf YouTube direkt, so in dem Chat oder auf unserer Webseite theleftberlin.com, wo es gibt so eine Box, wo man so Fragen stellen kann und die sind weitergeleitet direkt an mich und an Phil. Genau, also die nächste Runde, wir wollen jetzt über die Medien sprechen.
Und die erste Frage ist von Majid. Erstmal nochmal auf Deutsch und dann ins Englische übersetzt. Wir haben die wahrscheinlich größten Demonstrationen für Palästina gesehen, die in Berlin stattgefunden haben in den letzten Wochen. Und wie haben die deutschen Medien darauf reagiert? So in English now, we've seen probably the biggest demonstrations for Palestine in Berlin ever in the last weeks. And how have the German media reacted to that? I think the same things as German discourses, Yani, Hannah, it's again about making us invisible. It's again as if our right to, if they speak about Israel's right to exist, you know, and they are actually we don't have a right to speak. Our voice is invisible, our presence is invisible, you know. They didn't see us and that they didn't speak about us. They didn't show anything of us except there are like, yeah, those people are anti-Semite. The same things that all the time, they don't get tired. They just want to prove to Israel that they are standing behind them. It's what we're seeing in this media is, I do think, is not changing much. What we rely on those who are conscious and they actually willing to read other media. We saw in the New York Times, you know, maybe it's a small act what they have done, since they're also complicit. But nobody as complicit as the German media, sadly, you know, because they actually, my friends who work in journalism and with media, they're all very scared to speak about what's actually happening. The Deutsche Welle recently have called for all their employees to not use any words such as colonialism, not to be careful about using certain terminology that's actually normal in other places. They restrict, especially trying to target the Arab sections within the Deutsche Welle, making sure that to speak about Israel is must be watched, mentors, evaluated, continuously policed. So this is how our media is. Most people are policed. They're not allowed to talk from within. Those who are from within, so they are targeted in categories. Who are Arabs or POC or black, they are actually more targeted mentor than police. To those who are white are expected to be actually pro-Israel. So this phenomenon, metaphor that we live in, it's a long one. Palestine have, we saw very much that they have, well, as we say, the wrong Palestinian and the bad Palestinian, the good Palestinian. They were willing to show that the Palestinians who were fighting the police, the angry Palestinians, who are actually emotional, like, yeah, their family were under attacks for a month, you know. Sheikh Jarrah is ethnic cleansed, Silwan is ethnic cleansed, people are homeless in the street. Gaza is under attack. My family, my mother called me 2 times saying, Mavid, goodbye. You know, and they want, and those families is the same things. Do they want them just to be silenced and not be angry? And then they will tell you, yeah, it's COVID measures, you know. But you, and with COVID measures, your racial profile in one demo with the Yudish Shtime, they arrested 16 people, all of them are Arab-looking men. And if the police is doing that, then the police is actually racial profiling only. Why they have not arrested any white, any German, any other one who's not Arab-looking, you know? And that tells a lot that the police actually has an order, or they are racist themselves by default, and they see those people as the terrorists the same way. That a person with a kufiya maybe will be called a terrorist according to Google, you know, or others who just like try to manipulate and twist discourse so that they actually show Palestinians as non-civilized, and those who are can speak and willing to speak and they are the ones who are civilized. No, Germany and Berlin, Germany has always contributed this bias, this lies. You know, and they're not willing to give us. I challenge one institution, an institution in Germany, to speak to us, and actually to speak to us and let us publish one statement, one article on our behalf in Palestine, without editing any part of it. You know, without having their own colonial policing on us. And we're not speaking anything radical, like just for all everybody who hear us. We are speaking basic human rights. You know. And I challenged them completely. When they actually, we had an experience with the Jüdische Stimme Wieland, you know, in Freiburg also. They will publish the Jewish statements and they will ignore us completely.
And we went after them for over 2 months until they published 2 paragraphs of our statements. While with the Yiddish Stimme, they published most of it. It's their double standard work. It's so racist, and it just contributing to just put the Germans as superior and their morality as superior over the oppressed and over the colonized and over the ones who actually needs to, that people need to stand with. Sorry. Sorry. Okay, das ist, es geht um den deutschen Diskurs. Das ist ein Spiel, um die Palästinenser nicht nur unsichtbar zu machen, sondern auch sprachlos. Nichts wird von den Palästinensern gezeigt, außer dass diese Leute Antisemiten sind. Journalisten haben tatsächlich Angst zu sagen etwas über Palästina. Deutsche Welle hat schon bestimmte Begriffe verbannt, wie Kolonialismus, dass man darf den Wort Kolonialismus nicht erwähnen in der Diskussion über Palästina. Da alle Diskussionen über Palästina unter Journalisten wird beobachtet und das betrifft insbesondere schwarze und arabische Journalisten. Die, wo Palästinenser überhaupt gezeigt werden bei der Demos, die sind diese Aufnahmen von wütenden Palästinenser, die gegen die Polizei kämpfen. Und natürlich sind Palästinenser wütend, so man sieht so, dass Leute sind obdachlos geworden. Majed sagt, selbst seine Mutter hat ihn 2-mal angerufen, um sich zu verabschieden. Das ist ein Zustand, wo Leute wirklich wütend, wirklich traurig sind und trotzdem so auch von der Polizei provoziert werden. Wir hatten den Fall, eine Kundgebung hier in Neukölln, vor dem Rathaus Neukölln, das gemeinsam palästinische Projekt und jüdische Stimme mitorganisiert haben. Das war eine große, bunte Anzahl von Leuten, die dort waren. Die Polizei sind reingekommen, haben 16 Leute verhaftet. Jeder einzelne Leute mit arabischen Herkunft. Das war deutlich racial profiling. Das war, man muss davon ausgehen, das hat rassistische Begründen. Wir haben Google, die Leute mit Kaffee als Rassist benannt oder dass Palästinenser nicht zivilisiert sind. Und Majed macht eine Bitte an irgendeine Medienquelle in Deutschland, lassen die Palästinenser eine Erklärung oder palästinensisch spricht, eine Erklärung machen, dass nicht zensiert wird, dass nicht redaktionell überarbeitet. Es geht nicht um revolutionäre Forderungen, es geht um eine Erklärung über Grundrechte. Wir haben das gesehen, was Wieland über Freiburg erzählt, dass die jüdische Stimme ab und zu zum Wort kommen können, dass die Presse werden ab und zu Erklärungen von der jüdischen Stimme drucken, aber der palästinensische Spricht hat 2 Wochen gekämpft, um 2 Absätze in die Presse bekommen. Das ist ein Versuch, Palästinenser mundtot zu reden. So. Dankeschön. Ich glaube, fragst du dann Wieland die nächste Frage? Okay, ja, Wieland, die nächste Frage. Und das geht an die Presseberichte von den Demonstrationen, die wir letzten Monat hatten. Es gab jede Veranstaltung, jede Demonstration wurde als antisemitisch gekennzeichnet. Es wurde oft berichtet, dort gibt es antisemitische Parolen und sowas. Als jüdische Teilnehmer von vielen Demos, wie schätzt du diese Berichte ein? Diese Berichte waren sehr deutlich gefärbt. Natürlich, das ist nichts Neues, diese antipalästinensische Haltung in den Medien. Natürlich auch verbunden mit islamophoben Topoi. Es gab einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, die Wut der jungen Muslime, sprach dann von Demonstrationen und hat sogar eine glatte Lüge verbreitet über eine Gruppe von Demonstranten in Frankfurt, die angeblich Richtung Synagoge gelaufen sind, aber von der Polizei aufgehalten wurden. Und die Wahrheit hat sich dann wirklich anders herausgestellt.
ist ja auch so, dass bei einer Demo kann man ja nie garantieren, dass nicht irgendjemand sich daneben benimmt oder vielleicht auch aus den falschen Gründen mitmacht, was man zum Beispiel gelegentlich sieht, auch auf Pro-Palästina-Demos sind manchmal türkische Nationalisten, die da mit Flaggen auftreten, auch Mitglieder der Grauen Wölfe dieser faschistischen Organisation, dass die sich dann aufspielen, obwohl sie nichts eigentlich mit Palästina-Solidarität zu tun haben. Und eben solche Menschen haben in manchen Fällen auch für antisemitische Parolen oder Aktionen gesorgt. Aber wie gesagt, bei jeder Demo, ich meine, bei linken Demos, bei antikapitalistischen Demos gibt es auch Menschen, die vielleicht randalieren und bei Läden die Fensterscheiben einschlagen. Das heißt nicht, dass die Sache an sich nicht valide ist, genauso wie bei dass irgendwie der Umweltschutz unzulässig sei, weil es manchmal auch militante Umweltschützer gibt. Also das ist einfach ein Versuch abzulenken von den eigentlichen Inhalten und auch davon, wie viel friedliche Solidarität es gibt. In Neukölln gab es ja verschiedene Demonstrationen und auch eine, wo unsere MitgliederInnen stark vertreten waren und in Berlin gibt es ja auch viele, natürlich, wie Majed sagt, sehr viele PalästinenserInnen und auch viele viele israelische Menschen und auch andere Juden und Jüdinnen, die dann eben zusammen auf die Straße gehen. Aber das wird weniger gezeigt, sondern man sieht dann ein Foto von einem wütend aussehenden, schreienden arabischen Mann, der vielleicht noch mit Palästina-Fahne. Und dann hört man, dass es antisemitische Ausschreitungen gab. Oft empfinden die Medien gar kein Bedürfnis, das Adjektiv antisemitisch zu begründen. Genauso wie manche einfach von der antisemitischen BDS-Bewegung sprechen, sagen andere wiederum, es gab antisemitische Demonstrationen. Und das, also ich meine, das ist eine starke Anschuldigung. Und sie wurde schon ein bisschen ins Banale gezogen, dadurch, dass sie einfach vollkommen inflationär benutzt wird. Aber man muss einfach ab und zu nochmal überlegen. Antisemitismus ist etwas Ernsthaftes, das ist kein Witz. Und wenn die Menschen dieses Wort einfach für vollkommen entwerten und eigentlich jeglichen Sinnes berauben durch diese falsche Anwendung, was tut das eigentlich im Kampf gegen Rassismus, gegen Diskriminierung? Also ich, wenn ich höre, wie Palästina-solidarische Demonstrationen nicht nur, also sie werden ja durch solche Behauptungen, erstens wird die Solidarität eine Art Bevormundung und auch wirklich Beleidigung gegenüber jüdischen Menschen wie uns, die sich damit solidarisieren. Weil was sagt das eigentlich aus über unsere Position, unsere Solidarität? Denken die nicht, wenn das eine antisemitische Veranstaltung wäre, dann würden wir vielleicht nicht daran teilnehmen? Oder haben sie nicht mitgekriegt, dass auch welche von uns teilgenommen haben? Oder haben sie schon mitgekriegt, aber weil es nicht in ihre Ideologie passt, wird es dann eben ausgeblendet? Also man müsste mal wirklich manche dieser Personen zwingen, wirklich sich einer richtigen Auseinandersetzung auszusetzen, wo diese Fragen gestellt werden. Ja, diese Fragen wie, warum werden wir nicht gehört? Warum kommt dann nur der Zentralrat mit Israel fahren und sagt, dies ist antisemitisch? Ja, und warum werden dann eine geringe Zahl an tatsächlichen antisemitischen Vorfällen so in den Vordergrund gerückt, dass man eigentlich von der ganzen friedlichen Solidarität nichts mehr sieht? Und wo dann eigentlich im Endeffekt
Pöbeleien oder auch Steine, die geschmissen werden vor einer Synagoge, dass das im Grunde schlimmer ist als eine Bombe in Gaza, die 40 Leute auf einmal tötet. Also da wird einfach auf die falschen Dinge geachtet und die Realität wird verzerrt. Und wir sind es auch wirklich leid, dass unsere Identität benutzt wird, um etwas zu rechtfertigen, das wir selber ablehnen. Natürlich gibt es auch jüdische Menschen, die für Israel sind, aber diese Vorstellung, dass Solidarität mit jüdischen Menschen gegen Antisemitismus, dass sie daraus profitiert, wenn diese Demonstrationen als antisemitisch diffamiert werden. Also das ist eine sehr üble Wahrheitsverzerrung und wirklich ein moralischer Irrweg. Ja, also vielen Dank. It's okay. Gut, dann wir haben jetzt... Wait a second. I just want to say something about police brutality. I'm sorry. Maybe just one important thing that we have to understand. Also, when we did in Palestine Speaks teams have actually noticed this, what happened with the police brutality from very early on. Like the Palestinian bloc and the Yiddish bloc were attacked brutally by the police in the 1st of May. Also, the fact that we were not in the media and while we had the biggest demo in all of Germany, and if not in all of Europe, you know. But in the end of the day, you know, we showed solidarity with the other demos, you know, and we said we don't like this race treatment. We don't like to be treated as the good ones or as the one who is like ladder, the one that we can actually be seen. The idea is that police brutality must be highlighted and must be seen, because in the end of the day, we, after our demo, the biggest demo, which has been about 20,000 people in Berlin, we have, after our demo, there was a lot of people were arrested from the demo before, which many media reported about. And we have our moral responsibility have set a tent and registered a condigon in front of the Giza, which is the prison where they were taken, and until they all were released. And what was a surprise to us, actually, there was 3-4 people who has been like children, 14, 15 years old. The images that we actually seen in this demos, and even the one that went out from the 1st of May with the migrant Tifa and others were being attacked by from our demos, it's clearly seen that the Israeli police and German police share a lot of characteristics, completely. And the way and the method that they're using, and it's very same, and this police structures actually must be questioned and mentored and much be policed itself, because it is they went too far in discriminating and being racist against our community, especially those of not of German looking people. So eine kurze Ergänzung über Polizeigewalt, das die Palästinenser sehr früh erfahren haben, zum Beispiel bei der 1. Mai-Demonstration in Berlin dieses Jahr, gab es einen großen gewalttätigen Angriff von der Polizei gegen den palästinensischen Block. Das nachdem 20.000 haben vor Palästina in Berlin demonstriert, es gab Verhaftungen nicht nur von Leuten bei dieser Demo, sondern von früheren Demonstrationen, dass die Palästinenser haben Demonstrationen auf der Wiese vor dem Gefängnis organisiert und erfahren, dass viele der Betroffenen, die verhaftet waren, Kinder, 14, 15-Jährige, die auch Opfer von Gewalt waren. Wir sehen, dass die deutsche Polizei ähnliche Mittel wie israelische Polizei verwendet haben. Und so wir erfahren einen ähnlichen Rassismus. Da wir hier sind, ich erzähle was erst auf Deutsch, dann auf Englisch als Erfahrung davon, dass die Deutsche Wohnung Cohen-Eigen hatte eine Gruppe von Nicht-Deutschen, die gegen Mietsteigerung kämpfen wollen. Und die hatten letzte Woche auf dem Tempelhofer Feld eine Kundgebung. Und dort gab es auch so, ein schwarzer Mann wurde von der Polizei verhaftet.
und die Reiter der City, Deutsche Wohnung Co. AG, will jetzt mit Palästina reden, zu sagen, ja, hey, ihr habt diese Erfahrungen von Polizei, Rassismus von der Polizei, wir wollen mit euch koordinieren, dass wir gemeinsam unsere, unsere Demonstrationen besser schützen. Und so dieser Internationalismus, diese Solidarität, worüber Majid redet, existiert jetzt in der Tat. I'll just say quickly in English, what said that the Deutsche Wohnen Koenigen has got a group for non-Germans, Right to the City, who organized a rally on Tempelhofer Feld last week. There, a black man was arrested by the police, and now the Right to the City group wants to organize talks with the Palestinian Sprecher to say, look, you've got this, you've got much more experience of experiencing police racism than we do. We want to talk with you and we want to work together in terms of defending our own demonstration. So the solidarity and that you're talking is happening on the ground in the different organizations who are having the same problems. Ja, also danke an alle. Jetzt gehen wir zu der Runde von Fragen von den Zuschauern. Wir haben die erste Frage schon bekommen und die kam auf Englisch. Also ich lese die dann auf Englisch vor und hoffentlich verstehen das alle. Und, ja, und super. Phil, dann übersetzt das ins Deutsche. Also auf Englisch. Anthropology Professor Nadia Abu El Hash has argued that we are witnessing a dual global shift. On the one hand, a hardening right-wing Zionism, in brackets, yeah, Israel is killing children, so what? In which even liberal Zionism is caught up on their own trauma of the perpetrator. They wring their hands about the Nakba, but are unwilling to admit the need for radical structural change. And on the other hand, an increasingly increasing visibility and confidence of global Palestine solidarity movement. She also argues that liberal Zionism, that's half a sentence. What do the panel members think about this dual shift? And is there growing confidence in the Palestine solidarity movement? So, ich übersetze nicht das Ganze, nur der Sinn der Sache. Anmerkung von Anthropologin Nadia Abu El-Hajj. Die redet über eine Doppelverschiebung in internationalem Bewusstsein. Auf der anderen Seite, das rechte Zionismus bis zu liberaler Zionismus verhärtet sich, dass die das sagen, ja, es wird Kinder ermordet, ja, und so what? Und bis zu Liberal Zionismus, die in einem, sagen wir mal, Tätertrauma gefangen sind und nicht sehen kann, dass strukturelle Veränderungen nötig sind. Aber auf der anderen Seite, es gibt ein wachsendes Selbstbewusstsein der internationalen Palästina-Solidaritätsbewegung. Und die Frage ist, ja, was Majid und Wieland dazu denken, erfahren die auch diese wachsende Selbstbewusstsein von der Palästina-Bewegung? Should I or Wieland? I don't know. I can start. Auf Deutsch, ne? Ja, also ich finde, auf jeden Fall verändert sich gerade was, verschiebt sich ein bisschen was. Sowohl was die Palästina-Solidarität generell angeht, wobei, wie ich vorhin auch sagte, es gab ja eigentlich schon immer in der internationalistischen Linken eine ausgeprägte Palästina-Solidaritätsbewegung. Aber was jetzt ein bisschen neu ist, ist, wie viele auch jüdische Gruppen und jüdische Menschen allgemein sich jetzt gegen die Verhältnisse in Palästina aussprechen. Also in Deutschland natürlich gibt es einfach nicht sehr viele jüdische Menschen verglichen mit einem Land wie der USA, wo es ja wirklich Millionen gibt. Und wenn die sich dort mobilisieren und wenn dann, also zum Beispiel eine Gruppe wie Jewish Voice for Peace, die sich wirklich ziemlich etabliert hat und die auch stark Zulauf bekommt, gerade von jüngeren Generationen jüdischer Menschen, die nicht mehr so eine Art geerbte Bindung an Israel, zumindest an das Konzept Israel haben. Und die auch nochmal in diesem Umfeld des Kampfes um soziale Gerechtigkeit und Black Lives Matter zum Beispiel, da sozialisiert sind. Und dass sie sehen, ja, das ist da doch nichts anderes, ob das jetzt
Juden und Muslime, Palästinenser, was auch immer in Israel sind, da gibt es strukturelle Unterdrückung und auch noch extreme Gewalt. Und das muss man auch anprangern, wenn man gegenüber Verbrechen gegen schwarze Menschen spricht, wenn man darüber spricht, aber eben nicht über Verbrechen gegen PalästinenserInnen, da stimmt doch irgendwas nicht. Und diese Einsicht ist in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Und natürlich, wie gesagt, gibt es in Deutschland auch nicht so eine große jüdische Bevölkerung. Wir müssen da ziemlich arbeiten, um einfach deutlich zu machen, dass auch jüdische Solidarität für Palästina real ist und auch überhaupt nicht abwegig. Aber was in Deutschland interessant ist, gerade weil es hier so eine große palästinensische Bevölkerung gibt und dann auch nicht nur palästinensisch, auch arabisch-muslimisch insgesamt, kommen schon ohne die Unterstützung der weißen Mehrheitsgesellschaft Tausende von Menschen auf die Straße, weil es inzwischen so viele gibt, dass sie nicht einfach ignoriert werden können. Und das ist, denke ich mal, in Deutschland, das habe ich auch beobachtet auf ein paar Demos, ich war auf zwei in den letzten Wochen, und dass da einfach wirklich diese ganzen Menschen mit migrantischen Wurzeln sich da einfach ihren Raum nehmen. Sie laufen dann durch die Stadt und die zeigen, dass sie da sind und dass sie Rechte verlangen für sich und eben auch für Palästina. Und ich kann nur hoffen, je mehr das passiert und je deutlicher einfach die Bedeutung davon wird, desto mehr werden sich auch Linke, die diesen Irrweg des Pro-Zionismus eingeschlagen haben, sie werden sich wieder auf ihre eigentlichen Werte besinnen und verstehen, dass es da um Unterdrückung geht und dass sie eigentlich auf der richtigen Seite sein sollten. Und für mich hat auch diese Debatte, die wir dann gesehen haben während der Demonstration, da war für meine Ohren etwas besonders Schrilles bei den Vorwürfen des Antisemitismus und bei dem Versuch, die Solidarität zu diskreditieren. Für mich hat es so ein bisschen die Schrillheit der Verzweiflung, weil eben diese Menschen, die die Sache diskreditieren wollen, sie merken jetzt, es gibt da einen Gegenwind, es gibt Druck und sie müssen jetzt noch schriller werden, sie müssen noch stärker diffamieren, noch lauter, um ihre Position noch irgendwie zu retten, durchzusetzen. Und das hat mich also Kampf ändern und ich glaube, es zeichnet sich jetzt ab, dass die Dynamik in diesem Kampf sich ändert. Es gibt weniger Gleichgültigkeit und das Ganze wird sichtbarer. Vielen Dank. Majid, same question for you, which was, so what do you think about this comment about the dual shift, that things are going both right, more right and more towards Palestine solidarity, and do you think there is growing Palestine solidarity? I just, you know, the first, when you asked this question, Hannah, the first question come to my mind, how many times I would see my family at the edge of death, you know, so things can be shifted, and the word can hear the Palestinians. And this is what actually a question that is all the time in every massacre in that my family and I was experiencing when I was in my refugee camp in Gaza, asking myself, why it has to be that extreme repression and oppression and violence that the people feel that there is shift, that the Jewish people will feel like those conscious Jewish friends and comrades will feel, no, I don't want to live in such a country that is doing that to the Palestinian ethnic, cleansing them, stealing their lands, putting them in ghettos and so on. And I am
I'm always wondering, is this is the price that the Palestinians have? A lot of the time I had this also with solidarity. I always say when it becomes very extreme oppressions, maybe I always and try to be optimistic and see the revolution is a closer, you know, because this is whenever it's extreme, it's the revolution closer. And that's what I say about Israel, actually. The fact that there is an extreme settler colonial discourse, consciousness, you know, that there are many people breaking out and they are actually leaving Israel. They brag about people coming from New York and India and Russia to take Palestinian houses in Jerusalem, you know, and that they move and they give them the right to return while all Palestinians has no right to return, living in refugee camps in Lebanon and Jordan and Gaza and the West Bank and many around the places because of their race, the chosen race as they want to call, you know, while my family and my community and my people has not at all this right that is actually guaranteed by the international law. I say with the clear criminal face and structure and Israeli characteristic now, I feel there is a shift. As Vilan have mentioned, the fact that there is a shift when it comes to Jewish friends and comrades, the many Jewish people are saying it's not in our names. And the other shift within Palestine and Palestinians, that Palestinians feels more than any time that they're all under attacks, wherever they are, not only in Palestine, also outside of Palestine. The last shift, which is here, actually, for the first time in ages, you know, of depoliticization and anti-Palestinian repression in Germany, Palestinians is coming out and Palestine and solidarity voices is coming out saying, no, not in our name too. We're not gonna let the Palestinian to be the sins of German guilt. And we're not gonna center German guilt and let the Palestinian be the price for it. And that is a new phenomenon that says that there is a shift going on. And I think Palestine speaks victories at the last 2 years and have actually, it's actually saying that there is a shift. The three that sues the Bundestag, the German, the Palestinians, and the Jewish, who are part of our organization, Yiddish Stimme, also they are a great example that we must support, you know, that say that we're not gonna let the resolution to be constituted as a law, because it's not a law, it's a declaration, and it's political, and this is against freedom of expression, and this must not go anymore. And I do think there is a shift. But I'm afraid actually. That the Palestinians are paying so much price for this shift to happen. So I really invite people to move in and pressure as much as possible for that we not normalize the Palestinian oppressions and actually as the same as I always afraid of actually that we normalize that Gaza is an open air prison. Sorry. Okay. Carry on. No problem. So, ist das okay? Okay. Der erste Gedanke, den Majid zu der Frage hatte, war, der Gedanke über seine Familie in Gaza, die an die Grenze sind, dass der selber in Flüchtlingslager aufgewachsen ist, dass die Leute sind an der Grenze des Todes und dass die so hoch einen Preis zur Zeit bezahlen müssen, dass Palästina überhaupt in die öffentliche Bewusstsein kommt. Dass wir jetzt zur ethnischen Säuberung Ghettos erfahren und müssen Palästinenser tatsächlich diesen hohe Preis davor bezahlen. Dass wir sehen, die Entwicklung von Israel zu einer extremen siedelkolonialen Bewusstsein. Aber das hat auch die Wirkung, dass immer mehr Leute Israel verlassen. Das gibt eine Verschiebung in anderen Ländern auch und insbesondere unter Juden und Jüdinnen, die offener sich auf der Seite der Palästinenser stehen und sagen, dieses passiert nicht in unseren Namen.
Dazu gibt es auch eine Erfahrung von Palästinensern, dass die nicht nur in Israel und Palästina angegriffen werden, sondern, sondern auch überall in der Welt. Das kommt gleichzeitig damit, dass auch in Deutschland unter schwierigen Bedingungen es gibt eine wachsende Solidarität, das Palästina spricht in den letzten zwei Jahren erfahren haben. Es gibt bestimmte Initiativen, die in Deutschland sich entwickeln, die unterstützenswert war. Das eine, der Majed erwähnt hat, ist die Bundestag 3 für Palästina. Das war ein Palästinenser, Amir Ali, der heute hier reden sollte, aber er hat so persönliche Probleme, hierher zu kommen, gemeinsam mit zwei jüdischen Leuten, die den Bundestag beklagen wegen ihrer Resolution, die versucht, freie Rede zu verbieten. Das Bundestag 3 für Palästina, BT3B, kann man im Internet finden, ist eine Initiative, die empfehlenswert ist. Der Majeds Hauptangst ist, dass die Palästinenser zu hoch einen Preis bezahlen müssen und deswegen ein Appell an alle anderen, die müssen nicht allein gelassen werden, die brauchen eure Unterstützung, dass der Druck nicht so hoch ist, dass die Palästinenser so isoliert bleiben. I have a follow-up question. Ja, klar. In Anschluss an auch das, was Majed gesagt hatte, eben mit diesem hohen Preis, den die Palästinenser zahlen, weil natürlich muss die Solidarität durchgehend sein. Es ist ja nicht so, wenn die Bomben aufhören, dass die Normalität zurückkehrt. Oder besser gesagt, das, was in Gaza oder in Hebron Normalität ist, ist eben nicht normal. Die Unterdrückung geht die ganze Zeit weiter. Und es darf, natürlich ist es sehr begrüßenswert, dass sich jetzt gegen diese Geschehnisse in Palästina jetzt so viele positioniert haben. Aber das muss auch dann der Fall sein, wenn nicht Hunderte sterben müssen. Und natürlich ist uns das klar in der jüdischen Stimme, aber es wäre noch besser, wenn einfach insgesamt die Solidarität auch wirklich durchgehend präsent sein könnte. Danke. Ich habe tatsächlich eine Frage, die so sehr relevant ist, bekommen. Und erstmal an Marshall, aber vielleicht ihr beiden könnt auch antworten. So there's a question that came, there's a follow-up question to what you've just been talking about, which is now, of course, you were talking about the high price the Palestinians have been paying for what's going on, for this kind of rising solidarity. But also about the normalization of the now, of the fact that the violence is continuing, but and people think it's normal now, just because Gaza is not being bombed. Mm-hmm. So how do we keep, or how can we keep Palestine in the public consciousness? Well, when people have this kind of attitude to it. Yeah. So die Frage ist, dass jetzt wir sind bei die Normalisierung ist so weitgehend, dass die Tatsache jetzt, dass Gaza nicht jeden Tag bombardiert wird, wird als normal gesehen. Und die Frage an Majed ist, unter solchen Bedingungen, wie behalten wir Palästina in der öffentlichen Bewusstsein? I just want to read one thing for you, actually, which is I'm really thankful for some friends and in Berlin, who are from the art scene, who have actually went around all the neighborhood, have been doing amazing artwork in the streets, which actually says it all. So Palestinians had, they say, Palestine have had enough paying the price of German guilt in support for Israeli regime of occupation, apartheid, and settler colonialism. They say, time for German and German institution to stop making Palestinians pay for German crimes against European Jews. Time for Germans and German institution to stop making Palestinians pay for the German crimes against European Jews. I don't have all the sentence, but that speaking about
with who should be centered and how the oppressed should be centered. I think that the moment that people have actually learned of South Africa and start to put sanctions on the system, on the white system, that directly things changed. The moment that people start to be conscious about the black racism and then black life became mattered, you know, then things change. I do think there is a momentum at this moment that people have to learn also that Palestinian life also matter. I don't want to appropriate the same things that is with Black Lives Matters, but I would say it's very, what can we accumulate on the solidarity? It's a moral question to every individual. Since we live in a very liberal capitalist system, lots of things becomes individual. So you are, and if you are in part an individual or you are a collective, it's you, but you just have to choose. You remember South Africa, you remember Rwanda, you remember black racism, you remember Jewish here. And do we want the questions here again? Do we fail humanity, or we just like we don't learn the lesson for humanity, or we actually tell humanity and the generations coming that we learned something and we actually shifted what the oppressions in the grounds and make thing the wrong right? And that is the questions to all of us. You know, it's are we? Am I willing to be? I'm not. I don't want to use the word radical. You know. Would I agree on basic human rights? Basic, you know, this is not radical. Basic human rights, basic justice terminology. Palestinians are calling for justice, freedom, equality, and dignity. It's a very simple thing. They're calling for basic human rights, which is international law and human rights law. Am I with that values, or am I against these values? And then you look at the mirror and see how would you act further? Okay, so Majed ist dankbar an einige Künstlerinnen in Berlin. Der hat ein langes Zitat aufgerufen, den ich so nur der Sinn dessen ist, die sagen, Palästinenser haben zu lang vor deutschen Schuld bezahlt und appellieren an deutsche Institutionen aufzuhören, Palästinenser davor zu zensieren. Merkt, dass Sanktionen eine Lehre von Südafrika war, aber wir haben auch keine Wirkung von Black Lives Matter, und jetzt ist die Zeit aufzuraufen, dass palästinensische Leben auch matter, dass die Palästinenser genauso leiden. Wir wohnen in einem kapitalistischen System, das vor zu atomisieren und das wir zu entfremden, und das bedeutet, dass wir müssen ein bisschen von unserer Geschichte lernen von Südafrika, von Ruanda, von Rassismus, und ja, lass uns auch von den Verbrechen von dem deutschen Staat lernen, um die Welt zu verbessern. Es ist kein radikaler Aufruf. Es ist ein Aufruf für Grundmenschenrechte. Das Palästinenser rufen auf, rufen für Gerechtigkeit, die rufen für Freiheit auf. Und es ist an jeden zu denken, bin ich für Gerechtigkeit und Freiheit oder bin ich nicht? Und so kommen wir zusammen und bleiben wir zusammen. Danke, Majed. Wieland, willst du noch was dazu sagen? Ja, eigentlich nur, dass es im Bewusstsein bleiben muss, dass der Kampf immer weitergeht. Ob jetzt die Bomben fallen oder nicht fallen. Ich meine, trotzdem gibt es dann auch Erschießungen am Grenzzaun von Gaza, und es gibt immer noch Vertreibungen durch Siedler, und es gibt alles Mögliche. Also das Ganze geht weiter. Und einfach, wir müssen einfach jede Gelegenheit nutzen, um das deutlich zu machen. Die ganze Zeit, wo es dann nicht gerade in den Nachrichten ist. Und das ist halt unsere jeweilige Aufgabe. Und natürlich können wir das in Bündnissen dann noch schlagkräftiger machen. Deswegen wir ja auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Palästina spricht, so schätzen. Yeah, but before I just I found because I didn't find all the things, which is also the amazing art of actually doing those people, which we are very thankful about. They said in the also this is f-
for all of us to learn, if you want to have solidarity with people who want to struggle, to use also their terminology. So what they're saying, Palestine is in a process of decolonization as you read this. Not clashes, but decolonization. Not escalation, but decolonization. Not conflict, but decolonization. And I think that says it all, you know. If you want to support decolonizations, then actually also learn the terminology and grow. And as Vilanov said, the struggle for justice always continues. Ja, kurz zusammengefasst, das kommt von der Erklärung von den Künstlerinnen. Vielleicht werden wir diese Erklärung veröffentlichen nach dieser Veranstaltung. Aber das geht hauptsächlich, dass Palästina zurzeit, während du diese Erklärung liest, passiert, ist ein Prozess von Dekolonisierung. Das ist nicht um Krieg, das ist nicht um kleine Angriffe. Palästina entkolonisiert sich selber. Und die Frage ist, bist du davor oder bist du dagegen? Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt eine Frage vor Ort. Also ich muss jetzt der Mikro jemandem geben. Thanks. Just a question for the panel. What can we do about the anti-Deutsche, this group within the radical left, that, you know, German left is generally silenced on this topic. On one hand, they claim to be progressive, anti-capitalist, anti-racist, pro-refugees, but at the same time, they are very much pro-Israel. Even in climate change activists, we saw Fridays for Future, you know, being pro-Palestine. However, only the German Fridays for Future group didn't endorse their post. So we're definitely seeing a shift in general, but how do we get the solidarity from the German left and against this anti-Deutsche group? That's pretty much the question. So die Frage geht an die Deutsche Linke, so Stichwort anti-Deutsche. Ich glaube, es geht noch weiter, dass die Leute, die gegen Rassismus, pro Flüchtlinge sind, aber auch pro Israel. Wir haben das zum Beispiel in Fridays for Future Deutschland erfahren, wo die internationale Erklärung von Fridays for Future für Palästina von der deutschen Gruppe abgelehnt wurde. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Wer möchte ja anfangen? Ich fange an. Ja, also erstmal würde ich sagen, wenn man von Antideutschen spricht, es gibt zwar noch irgendwie Gruppen, die sich so identifizieren und noch diese besonders militante Vorgehensweise haben, aber das größere Problem ist ja, dass deren Position eigentlich in den, sagen wir, linken Mainstream eingesickert sind und auch immer wieder einfach ein Spaltfaktor sind. Also ich glaube, wenn man jeden fragt, der in der linken Szene aktiv ist, was sie für Erfahrungen hatten jetzt in Gruppen, wenn dieses Thema zur Sprache kam, ich glaube, viele werden Ähnliches berichten, nämlich dass es dann wirklich starke Zerwürfnisse gab und dass Leute, mit denen man eigentlich ansonsten einer Meinung ist, ja, wenn es um Diskriminierung, Sexismus, Rassismus und so weiter geht, dass sie dann auf einmal die Unterdrückung Palästinas unterstützen, weil sie denken, so könnten sie die Unterdrückung von jüdischen Menschen in Deutschland wieder gut machen. Es ist schwer, gegen diejenigen anzukommen, die wirklich einfach, also entweder von sich selbst oder von anderen indoktriniert wurden, für die das einfach so ein Glaubensartikel ist, dass es ihre Identität bestimmt. Das ist schwierig, das ist genauso wie es schwer ist, AfD-Anhänger antirassistisch zu überzeugen. Aber ich denke, es gibt viele, die zwar sich
einer allgemeinen pro-israelischen Position anschließen und irgendwie denken, ja, das gehört sich so in Deutschland. Aber die eigentlich dafür offen wären, eventuell, dass man sie erreicht. Und die zum Beispiel gar nicht wissen, dass jüdische Menschen, von denen sie möglicherweise gar keine kennen, oder sehr wahrscheinlich gar keine kennen, dass die unterschiedliche Meinungen haben. Oder auch, dass in den frühen Tagen des Zionismus, Ende des 19. Jahrhunderts, dass das wirklich eine Minderheitsbewegung war und dass viele jüdische Menschen in Europa diese Bewegung komplett abgelehnt haben. Sie haben gesagt, wieso? Wir sind doch Bürger und Bürgerinnen von Frankreich, England, Russland. Warum sollten wir nach Palästina gehen? Wir sind hier keine Ausländer. Wir gehören hier genauso dazu wie alle anderen. Und diese Perspektive, eben wie eigentlich die Übernahme dieser zionistischen Perspektive auch jüdische Menschen diskriminiert, die anders denken. Ich glaube, viele deutsche Linke, sie wissen das nicht. Und vielleicht, wenn sie da einfach ein bisschen, ja, wenn ihnen das so ein bisschen näher gebracht werden könnte, gäbe es da Möglichkeiten, dass sie einfach verstehen, ja, okay, das muss jetzt nicht die Art sein, auf die man jüdische Menschen unterstützt, die Art, wie man gegen Antisemitismus kämpft. Man kann das auch anders sehen und das ist in einem Land wie den USA leichter, weil einfach diese geschichtliche Belastung des Holocaust da nicht so im Vordergrund steht. Aber ich meine, auch hier sind die Menschen dazu fähig, das zu begreifen. Also wir müssen einfach immer wieder versuchen, es ihnen zu erklären. Thank you, Wieland. Just an addition to what, whenever I hear to what Wieland have said, whenever I hear anti-Deutsche, actually, when I came to Germany, it was one of the weirdest things and the strangest things I ever hear, that something that call itself left and actually adopt like AfD policies, and actually their stance is more settler colonial stance while they are asking to welcome refugees. It's very double standard and it's very weird. But I also I don't know, in that field I also feel very much that we are kind of overcoming them, the few people and lot of them around us, and that we are many. And since they just talk so much, they may be funded by Zionists. I also very much feel they're more Zionist than the Zionists themselves, because as they have identity crisis or they cannot, they just want to prove, as I said also a lot, the central morality over what's actually going on. So they are what actually, like the catastrophic situation back in Palestine, they don't want to see it, they only want to see themselves at the center of it. So it's also part of the overall guilt issues, that what so-called guilt in Germany, that they are the way they treated they're treating it. That what I'm thinking and I'm seeing at the last years, that things are changing with the Friday for Futures and with other organizations. I feel they are setting a new different role, but it's always one anti-Deutsche. The problem of us, we have to be many fighting, many engaging. And we saw that with the Dear White People. We sent emails to many of their speakers, and many of their speakers have disengaged, withdraw from the festival. The same with the Ong festivals. We send messages. It's a very simple message, you know. You send it, people see it, hear it, you know. They change their opinion and say, I'm not want to engage in discriminating and being racist against Palestinians. This is not my role. People are kind of morally awakening at the moment. And I do think the anti-Deutsche is more isolated. Actually, we in Palestine speak, we don't think about them so much.
we actually know that they're existing, but we just overcome them completely. We don't see them, we treat them as invisible, you know. And however, we know they are existing, and they are the ones that is trying to mobilize against us. But we also know at the other side that there are many good people who are standing and a growing community of people well intersectionally in all aspects of our German community are standing strongly with a strong position, engaging with everybody to actually isolate the anti-Deutsche and awakening Germany to go back to a more moral and conscious position. Therefore, I just invite everybody to reclaim our leftist spaces again, to decolonize it completely and engage with the Fridays Against Future, with other organizations. Don't let the anti-Deutsche colonize those spaces, claim it for them. It's not their spaces, it's our spaces, it's our streets, it's our communities, it's our institution. We must decolonize all of them and reclaim it, not to Palestine, for a better Germany and better a better Berlin and so on. Thank you. Okay, so Majid fang an zu reden. So als er erst nach Deutschland kam, hat er wurde etwa verblüfft, um über die Antideutsche zu hören, die angeblich linke Leute, die AfD-Politik übernommen haben, obwohl die gleichzeitig Flüchtlinge unterstützt haben, und die haben eine deutliche Doppelmoral hier gesehen, dass Flüchtlinge sind okay, palästinensische Flüchtlinge weniger so. Dass wir können aber und wir werden diese Argumente überwinden. Wir sind viel, wir mit den Antideutschen reden man hauptsächlich über Einzelpersonen, die vielleicht eine Identitätskrise haben und Schuldgefühl, dass die denken eher an sich selber. Und in den letzten Jahren, wir haben einige Änderungen gesehen, dass das Problem in Fridays for Future gibt es ein Problem, aber das wurde eher von Einzelpersonen verursacht, und wir werden immer mehr. Dass wir haben diese Erfahrung zum Beispiel bei dem Dear White People Fest, dass erst eine, dann noch ein paar, dann mehr Leute haben Solidarität mit den Palästinensern gezeigt, und das war der Schlüssel, um diesen Gewinnen zu haben. Dass wir finden, dass die meisten Leute, die sind nichts harte Antideutsche, die wollen nicht als Rassisten gekennzeichnet werden, die sind vielleicht verunsichert, aber die sind vor einer Pro-Menschenrechtsposition gewinnbar. Das bedeutet, dass Palästinenser ignorieren die Antideutsche so viel wie möglich und konzentrieren eher auf die wachsende intersektionale Community, die das immer deutlicher auf der Seite der Palästinenser aufsteht. Dass es ist, wir müssen unsere linke Plätze, unsere linke Orte dekolonisieren, entkolonisieren, und wir müssen sagen, Fridays for Futures ist unser Platz, dass wir müssen Fridays for Future vor Menschenrecht, vor eine antirassistische Position wieder gewinnen. Das ist ganz möglich, weil die Geschichte zurzeit läuft in unsere Richtung. Okay, vielen Dank für die Frage und an euch beiden für eure Antworten. Wir sind zu dem Ende unserer Veranstaltung jetzt gekommen. Ihr wolltet dann euch beiden jetzt bitten, so einfach so Schlussworte zu sagen, oder wenn ihr was so zu werben habt, das ist auch so sehr willkommen. Und es gab eine letzte Frage, die ich auf Englisch vorlesen würde, die vielleicht so ein Teil eurer so letzten Worte sein kann. So in English again, we've come to the end of the, this is the end of the event. And so we would like to invite you to say some final words. And if you have to anything to promote, you're welcome to say this now. And there came a last question, which maybe you could combine also in your final answers if you like. So the question is, could you comment on the situation where many public personalities are being pressured not to give open support to Palestine? There were many of them who erased their tweets of support, for example. How to encourage more open support? And I think that's a general question that it's about how we can really do things better. Und die Frage auf Deutsch, das bitte nur einen Kommentar über
eine Tatsache, wo viele so berühmten Leute in der Öffentlichkeit unter Druck gekommen sind, um ihre Unterstützung der Palästinenser zurückzuziehen. Wir haben einige Tweets von Leuten, die gelöscht worden sind. Wie können wir mehr öffentliche Unterstützung für Palästina gewinnen? Bevor wir zu Wieland und Magic gehen, ich würde gerne so auch eine Bitte an, eine Danke an die Linke Neukölln machen, dass nachdem wir alle die Schwierigkeiten haben mit Raum und mit Programmen, dass die reingekommen sind, die haben uns angerufen und gefragt, welche Unterstützung wir brauchen. Und vielen Dank, dass wir heute ihre Räumlichkeiten verwenden können. Und so, die haben in der Praxis die Solidarität gezeigt, dass Magic gesagt hat, notwendig ist. Okay. So, anfangen oder so erstmal schließen? Okay, ihr schaut auf mich, dann fange ich an. Ja, also eigentlich ist es immer wieder die Solidarität, die hier so eine zentrale Rolle spielt. Und das heißt dann eben nicht nur jetzt die geistige oder emotionale Solidarität, sondern auch eben Zusammenschluss verschiedener Gruppen. Wir als jüdische Gruppe haben natürlich auch unsere Schwerpunkte. Das heißt, nicht nur die Menschenrechtsfragen selbst in Palästina, sondern auch die Art, auf die jüdische Identität instrumentalisiert wird und auch eigentlich ein falsches Verständnis von Antisemitismus. Dass wir dann zum Beispiel auch dazu beitragen können, dass Antisemitismus besser verstanden wird und einfach mehr abgekoppelt wird von der Palästina-Solidarität. Da gibt es auch mehr Ressourcen als früher, zum Beispiel die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die wirklich auch erklärt, warum Solidaritätsmaßnahmen wie zum Beispiel BDS einfach nicht antisemitisch sind. Und ich hatte auch gesehen, dass DOI People, obwohl sie erst dem Druck nicht standgehalten haben, Palästina spricht Freiburg auszuladen, dass sie aber schon auch die Jerusalem Declaration schon als so eine Art Maßstab für Antisemitismusverständnis benutzen, im Gegensatz zu dieser sogenannten IRA Definition, also International Holocaust Remembrance Alliance, die sehr viel Schaden angerichtet hat, weil sie den Gedanken, dass der Kampf gegen die uneingeschränkte Solidarität mit Israel erfordert, sehr verstärkt hat. Das heißt also, für uns als speziell jüdische Organisation gibt es natürlich diesen Fokus auch auf so eine Art gegen Öffentlichkeit und auch gegen diese Propaganda anzukommen. Und dann natürlich auch, da es ja nicht einfach irgendwie um uns geht, sondern um palästinensische Menschen, dass wir uns wirklich mit ihnen zusammenschließen und auch zusammenschauen, wie wir am besten ihrer Sache dienen können und sie auch stärker machen können in der Öffentlichkeit. Wie ich sagte, es gibt eine große Bevölkerung jetzt, eine migrantische Bevölkerung, die sich nicht mehr zum Schweigen lassen bringen will. Und da können wir auch eine Rolle spielen dabei, ihre Stimme noch lauter zu machen. Und das können auch verschiedene andere Organisationen. Und ich meine, wie Phil sagte, die Linke Neukölln hat jetzt da auch sich da angeschlossen, indem sie jetzt mit diesem Raum eingesprungen sind. Also natürlich haben wir den Mainstream gegen uns, was diese politische Position angeht. Aber wir sind doch recht viele. Und wenn wir uns zusammenschließen, dann sind wir wirklich stark. Und deswegen müssen wir immer wieder einfach den Zusammenschluss und die Solidarität betonen. Okay, I just want to, I think it's the most important for people to understand that they're not alone. Yani, there are hundreds of thousands of people are with them. If we look at London, there was the biggest demos for Palestine, over 200,000 people in the middle of London. Michigan, there was over 100,000. In Berlin, there was over 20,000.
all over Germany, I think there was, you know, over 100,000 to 200,000. So there is a huge movement that is in support for Palestine in Germany, that is, and all over the world, that you can rely on them, and they are loud, they speak up, and they're willing to challenge ideologies, institution, racism, discrimination, anti-Semitism, and Islamophobia, and any form of racism. So they are a great reference points for everybody to not also feel alone. I think it's where you center yourself mainly. I would invite everybody to center the collective and the community and the humanity and try to take a moral stand and speak for Palestine. That is very important. I would just say a lot of examples here in Berlin at the moment. So we have the Berlin nightlife workers against apartheid did a statements where like hundreds of people just from yesterday until today have been signing, all of them from the Berlin nightlife. And Berlin nightlife is one of the most famous in the world, and those are the workers who have actually been very loud. They have a great statements that says it all against apartheid and against settler colonialism. And there are, you're not saying some, you're not blah, we are not blah blah things, you know, it's all in Human Rights Watch reports, which they said about apartheid, in Amnesty International reports, in the United Nations Human Rights Council reports, there are enough info and data that can say that Israel is using illegal weapons and phosphoric bombs against Palestinians. They are committing war crimes and crimes against humanity in all of Palestine and against the Palestinians who live in their own proper. But we're still not alone. Yani, I always imagine in the open letter, which we tried to signal to the German Chancellor Angela Merkel and the German institutions, which no German media have said anything about it. In 24 hours, there was over 5,000 people from Germany signing it, and over 50 institutions. Now there is about 10,000 people who signed it, and that is that tell that people are willing to speak up and willing to join the, as Wieland said, the solidarity active, not the passive looking and observing from outside. Actually, they're engaging. So in this struggle, so they can stand in the right side of the history. So that's what I hope everybody can engage with in this struggle to actually, that no longer will see not the Palestinians, not, we will not see any repressive regime actually exist, and we actually can feel comfortable having the privilege we have wherever we are, especially in Europe and Germany. So, so der wichtigste Botschaft, den Marty geben will, ist für Leute, die Palästinenser unterstützen, Rektor für Palästinenser unterstützen, ist, dass du nicht allein bist. Dass in London, wir hatten 200,000 auf der Straße erfahren, die für Palästina demonstriert haben, aber auch 20,000 in Berlin, vielleicht 100,000 in Deutschland. Auch in Deutschland gibt es eine wachsende Bewegung für die Palästinenser. Diese Bewegung ist progressiv, das ist gegen alle Formen von Rassismus. So es ist viel weitgehender als nur für Palästina, das ist eine radikale Bewegung für Menschenrechte. Wir haben Organisationen wie die Berlin Nightlife Workers Against Apartheid, das ist die Kulturschaffende, die Majed früher erwähnt haben, die ein sehr gute Erklärung gemacht haben, der das Ding mit Namen benennt, so redet über Apartheid und Kolonialismus. Und eigentlich, dass solche Worte sind jetzt Mainstream geworden. Es gibt internationale und selbst UN-Berichte, die jetzt Israel als Apartheid-Staat benannt, die illegale Waffen ernannt, die reden über Kriegsverbrechen. Wir haben auch das Appell von Palästina spricht, das innerhalb von 24 Stunden über 500 Unterzeichner hat haben. Jetzt gibt es Tausenden, die unterzeichnet haben. Und das ist eine Form von
aktive Solidarität die Leute schon zeigen. Für die, die noch aktive oder die, die noch unentschieden sind, die Frage ist einfach so, willst du oder willst du nicht auf der richtigen Seite der Geschickte stehen? Wer Erfahrung eine progressive antikolonialistische Bewegung. Und die Frage vor alle Linke, alle, die sich als Progressiven denken, ist, bist du Teil dieser Bewegung oder bist du nicht? Und immer mehr Leute haben sich davor entschieden, Teil davon zu sein. Okay, also vielen, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank an Margit und Wieland für eure Zeit und Wörter heute Nachmittag. Ich hoffe, dass, also es war eine sehr wichtige Veranstaltung, die wir heute gehabt haben. Vielen Dank auch an euch. Danke. Ja, also danke auch an unser Technikteam. Wir haben hier Tom, Nathan und Rohit, die so hinten auch hier sind in, vor Ort und die haben die Veranstaltung jetzt so ermöglicht. Ihr könnt euch uns alle die drei Gruppen folgen auf so alle sozialen Medien. Wir haben auch alle Webseiten. Also die Gruppe sind The Left Berlin und die Linke Internationals, Palästina spricht und die jüdische Stimme. Und wir empfehlen, dass ihr uns folgt für so Neuigkeiten und weitere Aktionen und solche Sachen, die mit dem Thema so Palästina zu tun haben, vor allem Deutschland. Also wir würden uns freuen. Also ja, genau. Ich glaube, das war's. Und also unsere Techniker haben die Veranstaltung heute aufgenommen. Das werden wir auf unseren verschiedenen Webseiten veröffentlichen in den kommenden paar Tagen, so dass wenn du Leute siehst oder wenn du wieder erfahren willst, natürlich, aber wenn du anderen Leute siehst, die diese Veranstaltung verpasst haben, bitte an unsere Webseiten schicken, dass die die Veranstaltung auch erfahren können. Ja, also vielen Dank und schönen Tag noch. Schönen Tag.